Ich würde gerne mal nach Japan irgendwann mal. Um die Menschen kennenzulernen. Um die Menschen, um das Land auch kennenzulernen, die Kultur. Ja, Kultur. Aber da war ich jetzt noch nicht. Hallo liebe Whisky-Freunde, wir sind's wieder, eure Whisky. Eure Whisky-Borkenkäfer. Borkenkäfer waren wir noch nicht. Eure Whisky-Borkenkäfer. Und wir haben heute einen Whisky dabei aus einem asiatischen Land, nämlich dem Land Japan. Japan. Der Insel, dem Inselstaat. Inselstaat, Japan, kann man das sagen? Ich weiß es nicht Ich genau. glaube schon, oder? Ist auch eine Insel. Ja, ist eine Insel, Und stimmt. laut Risiko, dem Spiel, Risiko erinnere ist ich eine so ein bisschen mal wie Madagaskar eigentlich. Insel. Ich würde sagen, Japan. Japan ist das asiatische Madagaskar. Japan ist eines von 14 Ländern auf der Welt, die mehr als 100 Millionen EinwohnerInnen haben. Akashi White Oak Akashi White ist Oak, ja. Englisch, also White Oak und heißt weiße Eiche. Ist auch Teil des Tastillery-Weltreisensets, deswegen diese seltsame Abfüllung. Oh, hier steht überall ein eigener Spruch drauf. Inner Peace starts with great whiskey. Bezweifle ich. Okay, ich erkläre noch kurz ein bisschen. Da spricht jemand aus Erfahrung. Es ist ein Blended, weil ich einfach kein. Ich trinke richtig viel Ja. Whisky und ich finde den inneren Frieden nicht. Ich bin auf der Jagd, auf der Suche. Es ist ein Blended. Das ist ein Blended Whisky 40%, was man mindestens braucht, um Whisky genannt zu werden. Kommt aus der, Entschuldigung, also wenn ich mich recht informiert habe, der kleinsten Destille Japans, die 1919, vielleicht auch nicht die kleinste, aber sie hat 1919 die erste Lizenz zum Whisky brauen erhalten. Die Aigashi Destille. Zum Whisky brennen auch, ja. Whisky brennen, ja, was habe ich gesagt? Braun, ja. Whisky brauen, so dumm. Und genau. Was man hier, glaube ich, vor sich hat, ist auch ein Non-Age-Statement, also Nas-Whisky. Aber es wird Nas, wegen der Nase. gemutmaßt, dass er ungefähr 3 Jahre alt sein soll. 3 Jahre war die Mindestanzahl, ne, für einen 3 Jahre ist auch Whisky. die Mindestanzahl für einen Whisky. Die Und? beiden, oh, Sag ruhig. die beiden Fässer, in denen dieser Whisky lagerte, sind Bourbon Borbenkäfer. Das sind auch die Borbenkäfer heute. Bourbon Hogsheads Borbenkäfer. und Weißeichenfässer. Das wusste ich noch auswendig. Eine halber Liter kostet etwa 30 Euro. Geht eigentlich voll. Viele Abfüllungen sind auch nicht wirklich Whiskys nach EU-Recht, weil da noch Melasse mit drin ist. Melasse, den Dom in Kölle. Melasse, dieser Zuckersirup. Und deswegen ist es, ich weiß auch, ich glaube, bei dem ist es aber nicht der Fall, weil das wahrscheinlich eben der Export ist und Ich glaube, der da ist ist dann alles regelkonform. ja. Ja, anders. Gefällt mir direkt anders als was, Manfred. Anders als andere Whiskys. Der, Aber nicht also für so. mich direkt grüne Wiese, kräuterig. Genau, der kommt nicht so, gar nicht so kräftig daher. Das ist wirklich eher so ein milder Schwung an Aromen. Und da bin ich auch bei dir Aber mit den ja. Kräutern, also da bin ich auch auf der grünen Wiese. Ach Gott, ja. Was für eine Wiese. Ganz schön. Ich rieche also ein paar Blumen, ein paar Veilchen. Habe ich jetzt einfach gesagt, weil Veilchen mir als erstes eingefallen sind als Blumen. Gibt Pusteblumen. auch andere Blumen. Über andere Blumen, Rosen. genau. Wir wollen jetzt nicht Genau, nicht, wir Veilchen können Werbung, wir featuren. wollen es nicht, genau, Nee, gibt doch keine alle. Werbung machen für Veilchen. Veilchen nennt man ja auch immer aufs Maul bekommt, ne? Ja. Eine Wunde, die man im Auge hat. Das meine ich auch nicht. Ich meine wirklich die Blume. Ja. Riecht nach Falsch, riecht nach blauen Augen und ausgeschlagenen Zähnen. Es riecht nach Schlägerei hier jetzt. Dieser Whisky riecht nach Schlägerei. Wenn wir den getrunken haben, Aber wird richtig Krawall dann gemacht. mischen wir den Laden hier richtig auf. Dieser grüne Wiese hat sich ein bisschen beruhigt und tauchen jetzt so Fruchtnuancen auf. Ja, ich finde es aber insgesamt dünn, muss ich sagen, dünn noch. Dünn. Also bei mir kommt gar nicht mehr so viel. Okay. Jetzt gerade. Okay. Na gut. Lass es ein bisschen Vanille sein. Ja, lass ich. Ich lasse es ein bisschen Vanille sein. Melassig. Melasse ich, ja. Ja, komm. Komm, hol das Melasse raus. Dann trinken wir jetzt. Ne? Ja, ich würde schon Ja. sagen. Ja, Also. dunkle Früchte. Bin ich. Oh, Also, munter oder im Abgang? ja, also den geschmacklich auch eher sehr süß dann. Und im Aroma habe ich da so dunkle Früchte als erstes. Also so dunkel, ja, dunkelsüß, dunkelsüß. Dunkelsüß. Ich hatte im Mund das Gefühl, ich habe verdünnten Honig, den ich umspüle. Mehr nicht. Also aber ich fand den im Mund auch erstaunlich weich. Also der hat Ja. nicht so die Schleimhäute gefickt. Und im Abgang war eigentlich nur Alkohol, fand ich. Und ich fand den Geruch hier mal am stärksten jetzt.
Und ich fand aber den Mund überraschend weich. Von der Textur auch, finde ich, irgendwie so, da hast du was dick für. Ja, wenn, da bist du schon bei Honig, finde ich gar nicht so verkehrt. Also das ist so, ja. So ein dick, so, etwas, so ein dicker Saft. So ein Whisky-Saft. Das ist ein Whisky-Saft, ja. Über die Zunge. Whisky-Saft, der am Ende so ein bisschen in den Rachen auch bumst, weil er eben so scharf ist durch den Alkohol, finde ich. Ah, ich weiß auch nicht. Also Pflaume, vielleicht noch irgendwie sowas. Mit viel Wohlwollen. Mit viel Wohlwollen noch eine Pflaume. Also ich finde jetzt auch einen Geruch, wenn man den einmal im Mund hatte, ist ja gar nicht mehr viel. Es bleibt, Krach, ne? Es bleibt nur eine Alkoholnote. Also der erste Riecher ist das Beste an diesem Whisky, finde ich. Ja, irgendwie so ein bisschen. Ja, kann man trinken, aber muss man ehrlicherweise auch nicht, würde ich sagen. Nee. Oh, wirklich, wirklich fad. Hinten ist jetzt beim dritten wirklich sehr, sehr. Fad, ja. Oh, da kommt traurig. Da will man eigentlich, dass da noch was kommt. Es würde so ein faden Langeweile geschluckt. Ja, es ist aber wirklich unbefriedigend. Ja. Hinten raus. Okay. Ja, Rating-Baiting. Rating-Baiting. Rating, Japan. Japans Umriss. Wie viel vom Land ist zu sehen. Okay. Ich weiß nicht so ganz genau, wie Japan aussieht. Das ist ja so ein langer Strich, ne? Je mehr zu sehen ist, desto besser wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also, okay. Bei mir ist ein bisschen weniger als die Hälfte zu sehen. Weil der schon am Anfang ein bisschen was bietet und der tut nicht weh und der ist weich und ist irgendwie so. Ja, also ein bisschen weniger als die Hälfte von Japan ist zu sehen bei Akashi. Ich würde sagen, 25% sind bei mir zu sehen. Okay. Und damit eigentlich, ja, ist das ein nicht so guter Whisky einfach. Nee. Ja, ich merke den Alkohol schon dann doch auch. Ja, dann merkst du Alkohol, auch schon. Ja, Alkohol, das funktioniert. Das kann er. Alkohol kann er. Und da bedanken wir uns auch bei Akashi und bei euch. So das Zugucken und Zuhören, dies, das. Grüße vom Stammtisch gehen raus und wir wünschen euch nur das Allerbeste. Eure Whisky-Borkenkäfer. Bourbonkäfer. Tschüss. Bourbonkäfer. Nein. Also der Klassiker, ja. Tschüss. Was, nein, ich hatte das hier nochmal. Ja, ich nehme sein Minus raus. Nur den hier. Tschüss.